Die Freiwillige Feuerwehr Betting ist heute um ca. 17.30 Uhr zum B4 Brandalarm gerufen worden. Stichwort war Vollbrand Bauernhof. Die Bettinger Kräfte sind zügig angerückt. Beim Eintreffen der Kräfte war das Gebäude bereits in Vollbrand, vermutlich durch einen Blitzschlag, weil das Problem in Bettingen war, dass kein Strom mehr da war. Das hat auch die Alarmierung ein bisschen erschwert, weil natürlich Sirenen und so weiter nicht funktioniert haben. Hat aber es halt dann ausreichend Kräfte zur Verfügung gestellt werden können. Beim Eintreffen der ersten Kräfte haben wir dann zügig auf das Stichwort B5 erhöht, einfach aus dem Grund angrenzendes Lagerhaus und dichte Bebauung. Es ist so, dass die Einsatzkräfte das Wohnhaus halten haben können. Das Wohnhaus ist seit 5 Jahren auch durch die Brandmauer gut geschützt. Im Stall waren Tiere. Wir haben versucht, oder es sind alle Tiere aus den kritischen Bereichen rausgebracht worden. Die sind auf umliegende Bauernhöfe verteilt worden, werden da versorgt. Jetzt wird versucht, den Brand natürlich jetzt in die ganzen Glutnester soweit zu beseitigen. Es wird das Holz und das Heu und der Brandschutz jetzt abgetragen. Und wir versuchen dann bis in die Nacht diesen stabilen Zustand herzustellen, damit wir eben die Tiere wieder am Morgen in dem Stall versorgen können, damit die gemolken werden können und dass man einen Notbetrieb da aufrecht erhalten kann. Es sind ca. 8 Feuerwehren im Einsatz gewesen, 220 Feuerwehrkräfte. Das Ganze ist jetzt zurückgefahren worden auf 4 Feuerwehren und jetzt beginnt man mit Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten. Genau.